Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Star Wars The Old Republic. Und ich hoffe mal, der Black hat sich vielleicht informiert etwas. Ja, genau, wir fliegen jetzt zum Hangar der Soldaten. Ich habe einfach das verkehrte Schiff gewählt. Der Tavos Schiff ist ein anderer Ort als eben diese Justice, wo wir hin sollen. Die Justice, welche eigentlich Tavos Schiff ist, ist aber nicht Tavos Schiff als Ort. Bisschen komisch, normalerweise müsste der Ort ja eigentlich weg sein, wahrscheinlich... War wahrscheinlich der Ort, wo wir schon drauf waren. Und der ist halt nicht mehr von der Karte verschwunden. Das wird alles sein. So, die Gilde Jedi-Orden sucht aktive Spieler. Suchen wir auch. Aber wir schreien deswegen nicht hier im Kriegshammer-Chat rum. Und überhaupt. So. Gut, wir fliegen mal los. Fliegen wir los? Lalalala. Muss natürlich erstmal auf dem Schiff landen. Jetzt lädt das nicht mehr. Doch jetzt. Okay. Hätte mich jetzt auch gewundert. So. Halt. Hier entlang. So. Hier rüber. Dann einmal kurz hier rum. Ha. So langsam klappt das doch mit dem Brücke finden. So. Und dann auf die Sternenkarte zugreifen. So. Hier unten waren wir beim letzten Mal. Da. Tavos Schiff. Da ist aber verkehrt. Wir wollen hier unten in die unbekannte Zone. Und da haben wir die Justice. Unauffällig tapfer. Die Justice ist ein schwer bewaffnetes, imperiales Großkampfschiff, geladen mit... Ja, reisen wir da mal hin. Ein Großkampfschiff. Okay, da sind wir. Die ist auch, die ist ich denke, wir können schon wieder runter. Und direkt. Die ist nicht getarnt. Was? Zeig mal her, ich will die mal sehen. Ich guck die jetzt auch mal an. Ne, die ist nicht getarnt. Die hat nur ein paar Störsender gehabt wahrscheinlich. Ja, na gut, okay. Wir gehen jetzt runter. Lup. Hast sehr schnell aber zu meinem Ausgang gefunden. Ist auch, das ist, kennst dich langsam auch auf meinem Schiff aus. Auf deinem Schiff der Ausgang. Schnell runter wieder. Vor allem, wenn du... Ja, vor allem, weil du gepupst hast. Ich glaub, du denkst, wo ich riech das nicht, hä? Alderanischer Lavendel, ja, von wegen... So, und hier ist grün. Hier ist grün. Blau. Grün. Grün. Blau. Verwirrt mich. So, dann gucken wir uns hier mal um. Hier, ist der Sanitätsdroide. Willst du was verkaufen? Kannst du gleich hier machen. Ja, ich könnte ein bisschen was, aber... Nee. Schon okay. Du kennst den Rom. Willkommen an Bord der Justice. Ich muss euch ein paar Fragen stellen, bevor ihr den Besatzungsbereich betreten dürft. Kein Problem. Warum machst du so einen Krach hier? Unter wem habt ihr gedient? Ganz schön laut. Unter wem haben wir denn gedient? Ich würde mal sagen, Tupfer, Lunte. Ich war auf diesem zerstörten Sumpfloch Taris stationiert. Tupfer hatte das Kommando. Taris? Da sollen ja üble Dinge passiert sein. Dann erzählt mal. Hat Tupfer diese Biowaffe wirklich an seinen eigenen Leuten getestet? Sie zu Monstern verwandelt? Tupfer war völlig wahnsinnig. Absolut unglaublich. Dann hattet ihr wohl Glück, dass ihr noch am Leben seid. Was ist mit diesem anderen Gerücht, das mir zu Ohren kam? Ein einzelner Soldat der Republik soll die ganze Einheit ausgelöscht haben? Stimmt das? War unfassbar. Das sollte ich ja besser nicht verraten, wenn ich ja unter Undercover bin. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Soldat allein so viel Schaden anrichten kann. Ich auch nicht. Wir sollten besser vorsichtig sein, was? In Ordnung, ich will euch nicht weiter aufhalten, Lieutenant. Begebt euch zum Besatzungsbereich. Ihr braucht sicher etwas Ruhe nach allem, was ihr durchgemacht habt. Wir sehen uns. Ja, gut. Es war ja nicht nur ein Soldat allein. Ich hatte ja noch einen Möchtegern-Jedi dabei. So, gucken wir mal weiter. Hier hinten ist irgendwas. Auf einem imperialen Sternenzerstörer. Freust du dich, du? Endlich mal was Imperiales. Auf jeden Fall. So, ich muss, glaube ich, hier runter. Kann das sein? Aber wenn ich da unten bin, komme ich da nicht mehr hoch. Ich glaube, du springst da mal runter. Ach so. Obwohl doch, ich müsste eigentlich schon nochmal hochkommen. Ich gehe einfach runter so. Hopp. Stillhalten. Oder? Muss man eigentlich. Ich komme nicht mehr hoch. Ja, das war's mit dem Ende mit dem Let's Play. Natürlich nicht. Ich platziere hier erstmal ein Gerät. Eine Sprengladung. So, und jetzt müssen wir irgendwie wieder nach oben kommen. Hoffe ich.
Ah, du bist schon mal hochgekommen, toll. Und warum komme ich nicht? Jetzt. Oh, war ich beinahe wieder runtergehuppt. Diese blöden Jump'n'Run-Einlagen. Hopp. So, okay, ich bin da. Ja. Wuhu. Bin wohl der bessere Jump'n'Runner. Ja, du, weil du viel mehr rennst als ich. So, zur Technikrampe müssen wir. Also erstmal hier vorne durch die Tür. Und ist da jetzt ein Sprengsatz dran? Ja, oder? Da habe ich jetzt eine Bombe gelegt. Zündest du den dann? Ja, habe ich vor. Dann geht ja das Raumschiff kaputt. Ja, das macht ja nichts. Ist ja das böse Raumschiff. So, wir wollen... toll. Zur Technikrampe. Welcher Weg ist das? Ah, jetzt hat er hier schon aufgemacht. Hat er mir aufgemacht. Der Typ, nix kann er. Siehst du, sind voll verkehrt gelaufen wegen dir. Nee. Ja, aber auch richtig so sein können. Hier will ich rein. Aber das geht auch nicht. Ist ja fies. Nee. Und dann nehme ich halt die Abkürzung hier außenrum. Hehehe. Hehehe. Oh, ich errege Verdacht. Steht hier. Ich soll ja keinen Verdacht erregen. Lalalala. Du blöd Mann! Du sollst keinen Verdacht erregen! Oh, jetzt ist wieder. Ah, du bist ein Idiot. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, was habe ich gemacht? Du hast Verdacht erregt. Jetzt greifen wir uns alle an. Alles macht er kaputt. Nichts kann man dir machen lassen, den Typen. Aber es war doch klar, dass es passiert, oder nicht? Nee, das wäre bestimmt auch ohne gegangen. Ganz bestimmt. Irgendwie. So, hier hinten haben wir noch einen dicken. Oh, der schießt aber ganz schön, ne? Diese Justice Vorhaut. Vorhut, du Nasenbär. Achso, oh. Oh, Mist. Wir sind hier ein jugendfreies Let's Play. Hallo. So, 10 von 35 haben wir ausgeschaltet, immerhin. Können wir ein bisschen was an der Bonusmission machen. Oh, hier geht's runter. Ist aber nicht der Weg, den wir wollen. Wir wollen eigentlich auf die andere Seite. So. Macht der mir einfach alles kaputt hier. Ich will keinen Verdacht erregen und der trampelt wieder mal durch. Das ist typisch Dü. Trampel. So, hier. Wegen dir müssen wir jetzt alle die umbringen. Wir müssen die Bonusmission fertig machen. Du hast eine Bonusmission? Ja, natürlich. Siehst du, du bekommst sogar XP dafür hier. XP. Lässt mich veralbern. Wo willst du dahin? Will da keiner lang. Was weiß ich, den ich? So, republikanischer Kampfsoldat. Platt. Hier ist noch ein Fähnrich. Gewesen. So. Ich glaube, den Weg müssen wir, aber wir schalten die hier noch aus. Kommen wir fünf, ja. Weil die Halter haben uns alle gesehen und um keinen Verdacht zu erregen, bringen wir einfach mal alle um und sagen, die anderen waren's. Ich werde dich dann einfach davor als Grund vorschieben. Ich sage, du warst's. Ja, mach das mal. Mach das mal. So, begib dich zur Technikrampe, benutze die Notabschaltung. Aber ich habe hier eine Notabschaltung gehackt. Was du da, ja, was du da hacken nennst, ein paar Knöpfe drücken. Ich meine dir. Warum musste man das? Warum musstest du das eigentlich hacken? Also gut, war jetzt natürlich für mich freigeschaltet. Warum musstest du das hacken? Warum? Durch die Tür durchzukommen. Ja, genau. Einer weniger. Und du hast ein paar Knöpfe gedrückt und da kamen die dann aus der Tür raus. Mehr war es nicht. Du hast das nicht gehackt. Die haben freiwillig aufgemacht. So, hier ist eine kleine Bombe. Achtung. Hab ich den Abfallschacht kaputt gemacht. Hallo, Lieutenant. Hi. Ach, das ist Geist. Ich hatte gehofft, dass wir uns über den Weg laufen würden. Genau wie ich. Ihr wurdet entdeckt. Ihr habt versagt. Du hast versagt. Gebt auf, Geist. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Zu schade. Zeit zu sterben.
Ich wurde entdeckt. Wegen wem denn? Ich bin auf einem anderen Weg gekommen. Hättest du uns nicht verraten, hätte ich nicht mit dem Vieh kämpfen müssen. Hättest du noch eine andere Möglichkeit? Natürlich. Tausend. Nein, jetzt ehrlich. Nee, weil das ja im Dialog jetzt nochmal kam. Manchmal gibt es andere Möglichkeiten. Ich glaube, in dem Moment gab es keine. Ich weiß es nicht genau. Mittelschwere Rüstung. Ich nehme es einfach mal mit. So, Geist. Geist hat aber nicht wirklich viel ausgehalten. Dafür, dass die... Kannst du jetzt nochmal mit der reden? So ein geheimes Mitglied des Chaos-Trupps war? Nee, aber ich kann hier mit hacken. So, jetzt hacke ich mal. Und zwar richtig. Siehst du? So. Notabschaltung. Unauffällig, aber tapfer. Und... wieder... Geist ist weg. Ja, die ist abgegeistet. So, wir sollten besser abhauen. Oh, oh. Hier geht's nicht raus. Ich glaube, ich hab mich verhackt. Wir werden alle sterben. Ich habe mich verhackt. Aha. Ich. So, jetzt. Ah, hier, wieder offen. Komm, schnell. Nein, schnell. Wieder raus. Schnell. So, hier raus. Oh, da sind Böse. Oh. Die alle so stehen, dass man eine AOE platzieren kann. Genau. Schalte nochmal 50 Truppen aus. Ah, da hinten. Ganz schön viele Leute auf so einem Schiff. Ja. Da wäre die Andromeda froh gewesen. Ja, genau. Da waren es nur 3 oder 4. Eine ganze Weile. Ich glaube, im Verlauf der Serie waren es nicht mehr. Ja, irgendwann hat die dann wieder eine Crew gekriegt, genau. Und die letzte Staffel war ja total dämlich. Die hat nur auf einem Planeten gespielt. Tut mir leid wegen dem Huster. Ich glaube, den kann ich nicht rausschneiden. Den habe ich vergessen. Ja, passiert halt. Ich weiß jetzt schon, dass ich den vergessen habe. Ja, zu der Zeit wird sich sowieso keiner mehr anschauen. Ja, ne, weil du da bist. Ja, ich weiß. Nee, das liegt alles immer an dir. Oh, wir müssen in die andere Richtung, zur Brücke erstmal. Gehen wir erstmal zur Brücke. Okay. Oder was ist das hier unten? Achso, das ist die Truppenquest. Auf zur Brücke! Ja, wobei, diese Folge werden wir ein paar mehr schauen. Weil da keine Dialoge drin sind, oder wenig. Na, du sprichst doch die ganze Zeit, als ob das jemand interessiert. Mehr als Dialoge. Du bist nicht. Ich dialog dich gleich. Also auf jeden Fall sind alle froh, soweit ich weiß, wenn du mal die Klappe hältst. Das ist denn gesagt. Viele Zuschauer. Ja, zeig mir doch mal die Kommentare. Lest doch mal einen Kommentar vor. Geht jetzt gerade nicht, ich bin im Spiel. Na toll. Aber sowas musst du dir doch vorher notieren. Nö, wieso denn? Ich will dich ja nicht beleidigen. Ich habe letztens einen Kommentar bekommen. Ach, du hast den Kommentar bekommen. Du hast den Kommentar bekommen. Dein erster Kommentar? Nein, nee, das war auch nur gelogen. Ja, siehst du, also hast du gar keinen Kommentar bekommen, alles klar, verstehe. Für Star Wars meinte man sehr wenig, das muss man sagen. Nix kann er. Nix kann er. Weil ich in letzter Zeit relativ wenig Kommentare aufgekommen. Beziehungsweise auch in letzter Zeit, bisher jetzt die letzte Woche war ein bisschen mehr gelesen hier. Aber die Zeit davor. Aber gut, es ist ja halt. Ist halt so, ne? Ja, ist halt so. Greife den Feind an! Schauen sonst. Und die Likes sind so stimmig. Ja, ist halt in Ordnung. Ah, Likes. Likes bei Dü werden überbewertet. Also bei Dü braucht ihr keine Likes dalassen. Da reicht schon, wenn ihr ein Dislike lasst. Ja, Dislike Dü, genau. Deswegen ja auch seinen Namen mit D. D wie Dislike. Das sind aber Dylan, aber nicht D wie Dislike. Ja, Dylan ist ja schon auch schon so ein Name hier. Dylan. Dylan. Kloppt ihr hier gerade alles wieder zurecht? Hier? Kann man wieder hier hin? Ja, ich klopp hier auch gerade alles zurecht. Machst du mir schon wieder meine Starte. Oh, das ist nicht Kanner. Deine Bonusquest. Ja. Die wirst du aber wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ja, weil du hier alles tot machst. Ein Glück mache ich schneller tot als du. Und wie viele hast du schon von der Bonusquest? Weiß ich noch nicht. Noch nicht so viele. Also ich hab 38 von 50 und du wahrscheinlich 0, stimmt's? Das stimmt. Ja, da bin ich eindeutig schneller. Sagt ja schon wieder alles. Ja. Ja, wo der wieder hinrennt. Ich wollte nur noch mal nachschauen, ne?
Welt nur nochmal nachschauen. Ja, so sieht's aus. Mister. Und Lady Jeans. So Leute, wie es jetzt auch aussieht ist. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ja genau, lasst einen Dislike bei Düda, bei mir einen Like und bis denn. Tschüss.